So, 18er Rangliste, 23:15 Uhr. Am 6.7. zu später Stunde nochmal ein 18er Sprint. Ja. Dann gucken wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Ja, Verzeihung. So lange nichts mehr aufgenommen. Und 23:15 Uhr ist eigentlich jetzt auch nicht so die meine Primetime. Aber der Admin ist schon mal da. Drei. Okay, starte 9. Was ist jetzt passiert? Okay. Starte 9. Dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Karotten mit Mai-Buddha, ne, dann hauen wir mal einen raus hier. Schmerzfrei, 21, gebildet. Nein. Ist das? Das sollten 63 sein, ne? Stimmt. Hat er da eine Hand überlegt? Oder hat er gut gefunden?
Ui. Halleluja, was hat er denn da gemacht? Ui. Der hat sich verklickt und wir haben zu spät geschenkt. So, ich weiß nicht, ob das hier ein Plusrechner ist, auf Kreuz 7 im Skat zu reizen. Aber, ja. Ja. Eigentlich habe ich ja gar nicht auf Kreuz 7 gereizt, aber. Ja, einen Outer getroffen. Keine Ahnung, vielleicht ist der Linke jetzt auch sauer, weil er sich verklickt hat. Der andere hat auch schon einen verloren. Ja, komische Liste. Karo, warte, die Tausende, Herz 7. Ja, ich spiele jetzt auf die drei Piken. Ja, gut. Da war nichts los. Da war nichts los. Und hier ist Karo 7 los. Herz aus 10 ist los. Okay, was machen wir jetzt mit der Karte? Ja. Ich denke, 20 drücken und Herz spielen kann nicht verkehrt sein. Vielleicht Kreuz sollte rauskommen. Nichts Blankes hier. Auf keinen Fall mit. Komplett den Faden verloren. Ah, nee, es ist auch wirklich spät. So, nochmal 12 Spiele zusammenreichen. So, was machen wir mit dem? Wir nehmen den mit. Ah, 15. 5 Atom spielen. Ja, und falsche 10, wenn er so überhaupt hat gespielt. Wahrscheinlich hat er es auch so gefühlt, wie er überlegt hat. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Schöner Ansatz. So, wir sind sogar Vorhand. Schöner Ansatz, ja. Sehr schöner Ansatz, aber ja, komplett total Schaden gefunden. Nicht darauf, oder?
Okay, das ist okay. Sieben Augen mehr werden 59 für die gewählt. Das wäre ein schönes. Einen ausgelassen. Aber wirklich schwer zu erkennen. Ja, und was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Oh Mann. Der tut ja wirklich weh. Schauen mal, 14. Ja, einfach kaum. Ja. So. Acht Spieler blank. Immer gut, wenn man eine Blanke hat, dann hat man aufspielen. Meine Güte, was ist das für eine Chance? Spielt halt nicht ganz aus, ne? Ja. So, was ist das? Nur wer? Peak, alles. Ist das jetzt ein Peak? Immer noch nur wer? Ich mach Peak. Pik mit 2 gewonnen. Der hat keine Lust mehr. Jetzt hat er wieder Lust.
Gut gewesen. Ja. Das ist übrigens eine sehr interessante Karte. Ich weiß nicht, ob ich den mache. Ich denke, ich werde ihn machen. Weil ich im Mittelalter Hintergrund bin. Wäre gegangen. Nein. Was Karo Junge noch bei unserem Mann steht. Genau. Auch nicht. 31? Fragezeichen. So. Sechzig plus noch ein Stich oder was? Sehr gut. Ja. Wirklich eine sehr komische Liste, das ist auch. Naja. Ich werde auf jeden Fall versuchen, demnächst mal wieder ein vernünftiges Turnier zu aufzunehmen. Aber ein Swiss oder 18er-Rang ist so bestimmt jetzt auch nicht ganz so schlecht. So, wir haben 10, er hat 14. So, was ist mit Trumpfvater? Haben wir nicht, okay. Ist mit Karo König, den haben wir. Okay. 16. Okay. Mal tun.
Ja, wahrscheinlich mehr drin. 800, gucken wir uns den Hertz einfach nicht an. Okay. Null Option. Herz 102, 11 Gramm. Alles ist möglich bei Spieler 1. Sechsmal Herz. Hat der Eddie schlecht gespielt, dann hätte er ein Nei hauen müssen auf Herz 10. Weiß ja nicht, warum er so lange überlegt hat für Herz 9. Am Live-Tisch wäre das vielleicht einfacher zu erkennen gewesen. Aber auch nur vielleicht. Och komm, wir sind im letzten Spiel. Kumpelchen, Spieler 3. Wie sieht's denn aus? Wollen wir ins Bett langsam? Die 40 Punkte werden uns jetzt nicht glücklicher machen in diesem Leben. Okay. Schön. Sechsmal Herz, okay. Ich hau jetzt einen rein, wir können sowieso nicht noch rauskommen hier bei der Scheiße. Tja, da sind wir raus. Ui. Oh, ja, kein schlechtes Kreuzspiel gewesen. Ja, okay. Dann lieben Dank und bis demnächst. Tschüss.